Zweimal Ben Rinnis heute auf meiner Theke. Einmal den Klassiker von Ben Rinnis. Es gibt auch nichts anderes offiziell. Den Flora und Fauna 15 Jahre. Ja, ist so ein bisschen mein Vergleichswhisky heute Abend. Und daneben ein 32-jähriges Einzelfass aus dem Sherry Butt. Klingt verführerisch, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Einen Ben Rinnis hatte ich hier schon auf der Theke stehen. Das war eine Einzelfassabfüllung, jüngeres Baujahr und ein Sherry-Finish. War günstig, war in Ordnung. So viel habe ich abgespeichert. Sonst hatte ich mal die Flora und Fauna Abfüllung. Leichter Space Cider, stärkerer Sherry-Eindruck. So ganz grob zusammengefasst. Wie gesagt, er dient so ein bisschen als Vergleichswhisky. Ist gar nicht böse gemeint. Die Flora und Fauna Serie will ich mir immer noch mal vornehmen, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Denn wo bekommt man sonst, bei den unabhängigen Abfüllern bekomme ich sonst die Sachen, die Diageo jetzt nicht als Single Malts vertreibt, ich weiß. Aber ich finde es auch ganz schön, das eben als Original einmal zu probieren. Und ich denke, Diageo macht das, damit am Single Malt Markt ein Feedback kommt zu ihnen, welche Brennerei man vielleicht als nächstes sozusagen offiziell unter Eigenabfüllung abfüllen könnte. Verbessert mich, aber ich glaube, so war es damals mit Mordlach. Kann es sein? Erst in der Flora und Fauna und dann Originalabfüllung. Nun gut, diese fällt dunkel aus. Von Färbung steht nichts drauf. Ich blende euch mal die Farbe ein. Hier ist aber auch so ein blöder Aufkleber drüber. Also das ist wohl eine importierte Flasche, die eigentlich für einen anderen Markt bestimmt war. Und wenn da nicht sozusagen angegeben werden muss, dass er gefärbt ist, dann könnte es natürlich der Importeur übersehen haben. Sagen wir es mal so. Es gibt da ja so kleine nette Aufkleber. Vor allem früher habe ich die häufiger gesehen. Heute wohl nicht mehr. Es wird wohl doch mehr Whisky in Deutschland getrunken. Da gab es früher Umverpackungen von, sind relativ rar und selten. Also wer so eine hat und die Flasche ist leer, würde ich die nicht wegwerfen. Sagen wir es mal so. Freut sich bestimmt jemand drüber. Ob man jetzt ein kleines Geschäft machen will oder nicht, das muss jedem selbst überlassen bleiben. Aber wegwerfen bitte nicht. Okay, für so einen 15-Jährigen, 43 Volumenprozente, zahlt man zurzeit auch so 60 Euro. Ja. Und daneben das Einzelfass kam jetzt raus, also April ist es abgefüllt worden, 2020, und jetzt im Juli erschien oder Juni. Ich muss so ein bisschen passen. Ich habe eine kleine Sommerpause gemacht, habe die Flasche noch gerade davor mitgenommen, aber dann habe ich erstmal Ferien gemacht. Auf jeden Fall war ich nicht arbeiten. Und Whisky habe ich einfach auch mal an den Nagel gehangen. Nicht gedreht, was sehr, sehr schön eigentlich. Aber hier gefällt es mir auch. Ja, dieses Fass ging ja dann mal wieder der Hype rum, so muss man sagen. Ich hatte gehört, Mensch, was haben die alle mit der Flasche? 32 Jahre, okay, aber Ben Rinnis ist ja jetzt wirklich nicht die Hype-Brennerei, gebe ich zu. Dann, ich glaube, es gab hier noch etwas günstiger, ich habe hier 255 Euro stehen. Ja, ist eine Menge Knatterkohle. Aber wo kriege ich überhaupt Einzelfassabfüllungen? Aus dem Sherryfass. Ich rede jetzt nicht über Hogsheads oder so. Man muss einfach das so hart ja trennen. Wo kriege ich denn da überhaupt was mit 32 Jahren? Was nicht noch teurer ist. Ja, also so habe ich es für mich erklärt, warum da der Hype ist. Ich meine, guck bei Signatory, so viele 32-jährige Sherryfassabfüllungen bekommt man da gerade nicht. Ja? Oder bei Gordon MacPhail. Ja, da schon fast, dann schon mal eher. Aber die sind dann, 32 wüsste ich jetzt auch nicht. 25 oder sowas, das hat man dann schon mal häufiger bei denen. Bin ich gespannt. Könnte auch ein totaler Reinfall sein. Sag ich mal, irgendwie Eiche, Rustikal, Schrankwand. Wir schauen mal.
Farbe habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, der Ben Rinnis, ich habe ihn mit einem leichten Sherry-Einfluss im Kopf. Aber er kann sich auch geändert haben. Ich muss echt sagen, ich letztens hier beim Grillen immer im Urlaub festgestellt, beim Springbank 15 habe ich, oder ich hatte noch ein etwas älteres Sample, als die neue Umverpackung rauskam. Den hatte ich auch im Blind Tasting, im Video, war so eine Aktion bei mir. Der war sehr, sehr super lecker, sehr dunkel, sehr voluminös. Und ja, jetzt hatte mein Gast eine aktuellere Abfüllung davon mitgebracht. Und die war enttäuschend. Ich habe danach noch so ein Rückstell-Sample, wie ich die bei mir immer nenne, rausgeholt und dann verglichen. Ja, deshalb also auch hier, der Ben Rinnis kann sich schon längst geändert haben zu dem, was ich mal im Glas hatte. Jetzt stellt es nochmal hin. Eine Sache habe ich bei Wikipedia nicht gefunden. Ich gucke ja immer noch mal kurz nach, was gibt's zu erzählen. Hatte ich bei whisky.de, die haben ja auch immer so einen kleinen Text zu den Brennereien. Und bis 2007 haben die wohl noch dreifach destilliert, auch nach einem ganz komischen Verfahren. Ich hatte ja gerade schon mal Mordlach genannt, die destillieren ja, glaube ich, 2,85 Mal oder irgendwie so eine ganz krumme Zahl. Und die haben wohl annähernd dreifach destilliert. Und das wurde 2007 umgestellt, damit sie, oder sozusagen das Ergebnis ist, sie können größere Mengen produzieren. Diese beiden müssten sozusagen noch dieses spezielle einmalige Dreifach-Destillierverfahren von Ben Rinnis erfahren haben. Vielleicht habe ich ihn deshalb auch so leicht in Erinnerung. Okay, jetzt aber ab zum Glas. So, 43 Volumenprozente. Ja, da ist Sherry drin. Und ich glaube nicht, dass ich mich von der Farbe beurteilen lasse. Ich hatte gerade schon die beiden Malts, die da, sind keine Malts, die beiden, die da hinten stehen. Blended Scotch Whiskies mit dem Grain-Anteil und beide angeblich auch auf jeden Fall mit europäischem Holz und so leichtem Sherry-Einfluss, aber das hier ist stärker. Und voller. Jetzt bin ich wieder beim Single Malt. Schon gesetzt. Kein Zehner, kein Elfer, kein Achter, Neuner, wie sie es leider zurzeit so oft gibt bei den dunklen Suppen. Intensive Sherry-Note wird dunkel zum Ende hin. Vielleicht, weil ich eben gerade was so mächtig Altes hatte, habe ich jetzt keine direkte Assoziation zu Leder und Politur und da so. Aber so ganz kurz davor. Das, was ein 12er nicht hat. Also eigentlich ist es leicht drin, wenn ich genau rieche. Ich werde bei Politur, Holz, Rosinen mit Kirsche. Ich habe ja oft diese Kirsche. Und dahinter kommt Orangenschale, leichter Zitruseindruck, wo der herkommt, weiß ich gerade nicht, noch aus dem Brennerei-Charakter, weiß ich nicht. Ja, Orangenschale, was leicht, also deshalb sage ich, oh, wie gesagt, wegen dieser Zitrusnote und dann wird's bitter, erinnert mich so daran. Jo. Riecht gut. 60 Euro. Aber was ist das 2020? Wie viele 15er kriegt man da drunter? Wie viel da drüber? Ist das so die goldene Mitte vom Preis? Tja, nehmen wir mal. Ah, da ist es schon anders. Sherry ist da. Würze, europäisches Holz, definitiv schöne Schokoeiche. Ganz kurze Assoziation zum Glenmorangie, zum alten Quinta Huban, so hieß er, ne? Heißt er ja immer noch. Aber ich meine den 12er. Zieht sich immer weiter. Den habe ich jetzt nicht ganz so toll vor Augen, da kenne ich immer nur die Schokonote von. Aber hier vorher Vanille-Karamell.
kommt dann auf einmal durch, was ich in der Nase nicht so hatte. Ist ein sherry-lastiges Wetting. Oft hat man es ja umgekehrt. So leicht merkt man die Sherry-Fässer, aber hier kommt es mir so ein bisschen andersrum vor. So leicht merkt man Ex-Bourbon oder Hogsheads. Interessant. Fasslastig, ja. Zitrusnote ist da aber noch drin. Also finde ich auf jeden Fall. Gut, ein dreifach destillierter Malt. Also so ähnlich. Ich hatte ihn nicht mit so einer starken europäischen Eiche und einen Sherry-Eindruck im Kopf. Sherry ja, aber wie gesagt, nicht so viel. Die Vanille hat so leichte Würze mit drin. Heide, würde ich sagen. Der gefällt mir. Ist nur der Vergleichswhisky heute Abend. Nein, der hat es echt nicht verdient, glaube ich, also in der zweiten Reihe zu stehen. Nehmen den nochmal. Ich weiß, wenn ich ihn hier nebenstehen hätte, wäre es bestimmt anders. Erinnert mich so ganz leicht an den Nockendu 15 Jahre. Ja. Diese Schokonote immer noch da. Geht nach hinten mild weg. Kommt keine zu starke Eiche. Die braust einmal etwas stärker auf. Auch harmonisch, brausen ist das falsche Wort. Die Eiche kommt einmal etwas stärker, dann ebbt sie wieder ab. Dann wird es zur Schokolade. Und davor die Vanille. Die Sherry-Frucht kriege ich gar nicht deutlicher auseinander, weil dann dieses Vanille-Karamell da reinkommt. Aber finde ich überraschend ansprechend. Ja, muss ich so sagen. Einmal spülen. Da kann ich auch gleich nochmal zurückgehen, denn hier, The Maltman trägt natürlich mal wieder keine Angaben, ob Fassstärke, also gehe ich nicht davon aus. Der steht hier mit 44,4 Volumenprozenten. Also nicht wirklich mehr, viel mehr. So, bestimmt habe ich jetzt alle gelangweilt bis hierhin. Das könnte spannend werden gleich mit der Eiche. Die Speicherkarte. Ich wollte sagen, auf der einen Seite ist wirklich diese enorme Eiche, die vom Alter kommt, ganz klar. Und auf der anderen Seite ist eine kleine Frische drin, die mir sonst vielleicht gar nicht auffallen würde, wenn ich nicht vorher den 15er probiert hätte. Na, ich will jetzt nicht mal Gründe dafür suchen, warum ich das gemacht habe, aber es ist so. Könnte sonst untergehen. Leicht Menthol, so würde ich es beschreiben. Ja, aber die Eiche, sie ist nicht zu dominant. Es kommt eine Frucht durch. Eine Fruchtigkeit, eine traubige Note, eine durchsetzte Sherry-Holznote, was Verwobenes. Ja, Kaffee habe ich da nicht, Schoko auch nicht. Eher Tabak mit Politur, so würde ich es beschreiben, und Leder. Ja, und dann kommt diese fruchtige Note darüber. Da kommen meine Trauben wieder, erinnert mich an Trauben. Keine große Säure, will mich nicht beklagen. Also 25, muss ich zugeben, würde ich dem im Blindtasting geben. Ich denke, ich bin da immer halbwegs fair mit meiner angeblichen Beurteilung, was ich im Blindtasting alles könnte. Aber doch, der riecht so alt. Durch diese, wie ich gerade sagte, Leder-Politurnote
oh, kommt ja doch schon älter rüber. Und sie ist nicht so, ja, wie soll man das sagen? Man müsste für diese jungen Signatory-Fässer eine neue Kategorie schaffen. Die schaffen es schon auf einer gewissen Art einzutäuschen, in Anführungszeichen, also Alter vorzugaukeln, aber diese Ledernoten und Politurnoten sind da irgendwie anders. Ich kann es gar nicht beschreiben, wo der Unterschied liegt. Wenn man hier dran riecht, dann denkt man einfach, ja, so ist es schön. Ich will jetzt nicht sagen, so muss es sein, um Gottes Willen. Auch die jungen Signatories, ich hatte sie oft genug, finde ich klasse. Aber das hier ist dann eben was, was man nicht immer im Glas hat. Ja, letzten Endes ist es zum Trinken da. Im Prinzip passt der Alkohol. Ich war auf die Eiche gespannt. Auch so ein bisschen mit so leichter, ängstlicher Note, sage ich es mal so. Aber nein, sie ist intensiv, sie ist da. Sie zeigt, dass sie alt ist. Aber sie wird in keinem Moment unangenehm bitter. Unangenehm tanninig. Nee, wird die nicht. Wer auf starken Eicheneinfluss nicht steht, ist hier natürlich falsch. Aber das hier, no. Die Eiche fängt schon am Anfang an mitzuspielen. Und das ist nicht bei jedem Malt so. sie drückt das so ein bisschen anders aus. Wie soll ich das sagen? Es erinnert einen irgendwie an einen Eistee, dieses Wort Eis irritiert jetzt, aber was ich bei einem Eistee eben habe, diesen Teegeschmack mit in der Frucht. Es ist eine Grundsüße da, nix PX-klebrig oder so, überhaupt nicht, aber weil Tee, ja, dann kommen immer solche Holzeinsätze, wie vom schwarzen Tee, wie wenn ich eben dann doch, das würde eigentlich ganz gut passen. So ein klassischer Eistee ist ja doch mit Aprikose, meine ich, ne? Pfirsich, Aprikose oder sowas. Das passt ganz gut. Zwar jetzt nicht 1:1 die Pfirsich wie aus dem Eistee, sondern da eher diese Teenote oder was das da auch immer ist, mal gleich einen zweiten Schluck nehmen und dann baut sich die Eiche immer weiter auf und wird voluminöser. Ja, ich bleib mal im Bereich Tabak, Kakao, nee, nicht mehr, das ist schon mehr. Kaffee, ich muss ihn nochmal nehmen. Aber auch da habe ich diese leichte, spritzige Note drin, die diesem Alten einen gewissen Pep gibt. Ganz, ganz witzig. Wie gesagt, hat der 15er nicht. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Wo ich den jetzt rieche, man sagt, Ben Rinnis hätte auch mal ein bisschen Rauch drin, sagen wir es mal so. Beim 15er, mir fällt es jetzt ja sein, ihr merkt, ich habe es da nicht gemerkt. Und hier beim 32 Jahre alten Malt bei einer Brennerei, die nur ein bisschen Rauch haben könnte, da ist nichts mehr da. Ja doch, Rosinen kommen jetzt langsam raus. Eine Weinnote, aber dann vielleicht doch. Brandy ist schon zu viel, aber es ist. Ich finde ihn gut. Also, ich klag ja oft über unsere unabhängigen Abfüllerfreunde und zu intensive Fässer und war alles irgendwie nicht, ne, so mein. Da kommt mein Westfale raus, ne? Immer am Meckern. Aber das hier begeistert mich gerade. Zu
zu der Holznote kommen noch Kräuter. Muskatnuss kann man da auf jeden Fall nennen. Ja, so ein paar verrücktere Sachen. Also einmal quer durch den Gewürzschrank. Schmeckt auch so ein bisschen nach so, wie wenn ich so ein italienisches Gewürz mache oder wenn ich von meiner Frau den Salat esse, aber nicht die frische, sondern irgendwie so eine Mischung zwischen Muskatnuss, minimal Pfeffer, aber ein angenehmer Pfeffer. Bin da jetzt nicht so der Experte. Was gibt's da? Wie wenn ich vom schönen Salatdressing diese würzigen Noten von so einem Balsamico oder sowas damit reinnehme. Dann geht's rüber Richtung Kaffee. Am Ende läuft es zu einer fast Schokolade aus, aber das würde ich nicht unterschreiben. Die kommt jetzt am Ende, nachdem ich hier drei Minuten gesabbelt habe. Da wird's dann eher so schokomäßig und dann verschwindet es vielleicht nachher irgendwann mal. Vielleicht auch nie. Nicht super trocken. Tolles Mundgefühl. Er kommt toll. Er ist absolut präsent. Vielleicht doch 1-2% mehr. Wie gesagt, ich unterstelle den Jungs ja doch oft, dass ich glaube, dass die verdünnen. Weil sie schreiben alles drauf. Ne? Sie schreiben hier drauf, dass es, jetzt muss ich mal gucken, nicht gefiltert ist, zum Beispiel, ne? Dass es die natürliche Farbe ist, dann schreibe ich doch als unabhängiger Abfüller drauf, dass es eine Fassstärke ist, wenn es eine wäre. Aber ich darf natürlich nicht lügen, machen sie ja auch nicht, um Gottes Willen. Entschuldigung. Aber deshalb behaupte ich immer, dass die da noch verdünnen. Gerade bei den jüngeren Abfüllungen, finde ich, merkt man das. Bei anderen unabhängigen Abfüllern, die in Fassstärke abfüllen, haben die durch die Bank, finde ich, für mich persönlich immer mehr. Ihr könnt mich in den Kommentaren korrigieren. Habe ich nichts dagegen. Aber ich habe immer diesen Eindruck, Mensch, das ist irgendwie ein bisschen zu wenig. Hier bei 32 Jahren würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber da ich das von den jüngeren Abfüllungen her kenne, schade. Also wenn sie hier verdünnt haben, um dann irgendwie 10, 20 Flaschen mehr rauszuholen, fände ich es traurig. Tut mir leid, dass ich erst beim dritten Schluck sage. Zu diesen Gewürzen, ganzen Eindrücken, Tee und so. Eine Nussigkeit. Schwingt da auch mit. Also wie gesagt, ein PX-Fass war es nicht. 1988, bin ja gar nicht auf den Vintage eingegangen. Ist schon eine Hausnummer heutzutage, ne? Was weiß ich, was die da für Fässer rumfliegen hatten. Aber das ist, glaube ich, noch, könnte noch ein Fass sein. Ich will jetzt nicht sagen, wo jetzt wirklich jahrelang Sherry drin lag. Aber was vielleicht nicht so diese, ja, wie heißt das so schön? Also die extra für die Whisky-Produktion gefertigten Fässer. Vielleicht ist das noch ein etwas anderes Fass. Wäre auf jeden Fall ein schöner Traum. Okay, einmal noch kurz den 15er, ohne zu spülen. Das Video wird sonst zu lang. Ich mag das immer, wenn man zurückkommt und die Malls werden dann immer so leicht. Aber es wird ein bisschen verrückt. Ich habe einmal kurz eben, weil ich es nicht besser beschreiben konnte, was vom Balsamico erzählt. Hier hatte ich jetzt gerade so eine Note drin. Nochmal zum Rauch. Nein, also für mich ist das kein Rauch. Ich habe das manchmal auch bei manchen Sherry-Einflüssen. Also es kommt komischerweise immer vor, wenn es um Sherry-Einfluss geht, habe ich oft das Gefühl, dass manchmal heißt es, ja, vielleicht ganz leicht rauchig. Vielleicht empfinden das manche Leute so. Ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, dieser hier ist nicht rauchig. Ja,
Ja, auch wenn er jetzt da keine Chance in dem Sinne hat. Er riecht angenehm, kommt immer noch gut in die Nase. Sehr süffig, sämig, mundausfüllend. Man merkt auch den leichten Alkoholunterschied. Die Würze hat hier jetzt natürlich keine Chance, aber es ist kein Wasser. Man merkt, es ist was da. Also kein verlorener Schluck. Also von Ben Rinnis, 15 Jahre, muss ich sagen, es ist echt super, dass ich den hier hingestellt habe. Und wirklich als Vergleich, was ich von mir aus im Intro sagte, stellt ihn zu sehr in den Schatten. Also ich finde den gut. Ich glaube, da sind weitaus mehr 15-Jährige draußen, um die mehr Tamtam gemacht wird, und der fällt hinten runter. Zugegeben, es ist ein leichter Space Cider. Könnte mal 2017, 2022, 2023 interessant werden. Entschuldigung, 2007, nicht 17. Wenn dann zweifach destillierter Ben Rinnis im 15-jährigen Flora und Fauna wäre. Entschuldigung, jetzt habe ich schon Aussetzer. Aber das könnte spannend werden. Muss man echt sagen. Da müsste man sich jetzt eine Flasche aufheben und dann mit einer neueren probieren, wenn es jemals dazu kommt. Also, finde ich richtig gut. Hier natürlich ist eine Sache preislich, braucht man nicht drüber reden. Da muss man schon ein Verrückter sein. Aber die Frage wäre jetzt, wenn es am Markt mehrere 32 Jahre alte Sherryfässer zu kaufen gäbe, nur mal angenommen, ist dieses Fass jetzt überdurchschnittlich? Oder ist es einfach nur, wäre es dann nur einfach normaler Durchschnitt? Ich würde sagen, da ich schon ein paar ältere Malts probieren durfte, finde ich, ist es sehr, sehr schön, dass das Fass nicht von der Eiche erschlagen wird. Sie ist da, absolut präsent. Aber der negative Touch eines alten Whiskys, der von der Eiche erschlagen wurde, finde ich, hat er nicht. Und das ist für mich ein Pluspunkt. Okay, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.